Sputnik Movie Show. Insiderfilm. Heinz und Fred, Vater und Sohn. Gemeinsam leben sie im Mansfelder Land, haben eine Werkstatt mit viel Schrott und Stahl. Das Mansfelder Land haben beide noch nie verlassen. Bilder von Heidi, der Frau von Heinz, gibt es nur noch auf Archivmaterial, denn sie ist in den 90ern gestorben. Heinz erinnert sich an den Tod seiner Frau und die schmerzvolle Erfahrung für Fred. Bei ihm war es am schlimmsten. Denn ich habe mich kaum um mich gekümmert. Ich habe meine Arbeit gehabt, wir hatten Viehzeug immer gehabt, ja. Und alles. Wir sind einkaufen gegangen, die sind weitergekommen. Ich war zwar mit der Gerade dazu, aber mit mich hat er keine Verbindung so gehabt. Und dann auf einen Schlag war es weg, ja. Heinz und Fred haben nun einen Männerhaushalt und müssen allein über die Runden kommen. Sie geben sich gegenseitig Halt. Heinz tut alles für seinen Sohn. Obwohl Fred seinen Vater hat, ist er einsam. Denn Freunde oder gar eine Freundin hat er nicht. Ich weiß nicht, ob ich meine finde. Ich weiß es noch nie. Das ist das Problem. Es ist schwierig, eine zu finden oder nicht. Der passende oder nicht. Das ist ja schwierig. Regisseur Mario Schneider, der schon mit Helbra einen Dokumentarfilm aus der Region Mansfelder Land gemacht hat, schafft mit Heinz und Fred ein ruhiges, sensibles Dokumentarfilmmärchen über Vater und Sohn, über zwei Außenseiter und ihre Arbeit. 4 von 5 Sputniks.